Was die Drachen hier machen, ist mir allerdings auch schleierhaft. Und guck mal, da ist auch wieder irgendwas. Kann man irgendwas dran machen? Nein. Ich frag mich, wieso wir jetzt geschwächt sind hier. Das ist mir nicht ganz klar. Naja, wir werden es schon noch merken, wenn wir gleich auf irgendwelche Horden von komischen Superviechern treffen werden. Ach, guck mal. Gibt's hier irgendwas dran? Könnt doch hier gerade irgendwas dran machen. Ach, guck mal da. So. Ja, Seelenstein. Winziger Seelenstein. Ne, jetzt komm. Komm her. Danke. Hey, du altes Skelett. Ich höre dich doch knarzen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ey. In die andere Richtung. Komm her. Komm her. Du scheiß wie ich. Hey. Was ist denn das? Ich glaube, es mag mich nicht. Komm her. Hallo? Hallo? Der Herr? Wo seid ihr denn? Wo ist dieses Scheißskelett? Ist vielleicht da oben drauf? Nö. Ja gut. So, was haben wir hier so? Ach, guck mal da hinten. Ist ja auch interessant. Oh nein, das ist ein UFO. Okay. Guck mal da, eine Seelenhülle und noch eine Seelenhülle. Er freut einen doch immer wieder. Noch eine und noch eine. So, hier ist noch eine. Oh. Kann man sicher Tränke mit brauchen oder so? Ach ja, da kamen wir her. Einmal im Kreis gelatscht. Ja, gut. Und was ist das da? Gar nichts. Kann man irgendwas machen? Tschö, nö. Ja, okay, gut. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung da hinten lang. Wo die beiden komischen Seelenstrahle da aus dem Nirvana hervorstoßen. Ich glaube, da ist schon ganz gut. An der Hauptstraße entlang. Na, mal schauen. Vielleicht gibt es hier gleich ganz toll irgendwas. Ich gehe mal gerade kurz an diese Seelenspalte. Und sammle mal Seelen. Ich komme irgendwie wieder tot vor. Der soll man doch auch die ganze Zeit sehen. So, als Hobby. Wie andere Leute Briefmarken sammeln. So. Tja. Deprimierende Ortschaft. Hier ist nicht wirklich was los. Morgen? Das ist das letzte Mal, dass ich mich mit einem Dremora streite. Okay. Das ist ja sehr unschön. Hat er dich einfach in ein Seelengrab verbannt. Und wie bist du so? Morgen. Sieh an, was wir hier haben. Jemanden mit Fleisch auf den Knochen. Oh! Wir sehen uns. Heiß! Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Da war das Pferd. Warte mal, ich spreche mal gerade nochmal mit dem Typen. Was Hallo Marvin. Wollt ihr denn jetzt? Was ist denn bloß mit euch los? Einfach mal... Dass der Kunde jemand war, der für einen ganzen Zirkel von Totenbeschwörern arbeitete. Ah ja, gut. Tja. Wie im Namen von Senita hätte ich wissen sollen, dass die Zutaten nicht echt waren. Sehe ich wie jemand aus, der einen Totenbeschwörer hintergeht? Wieso setzt sie jetzt hier auf den Boden? Naja, gut. Genau. Pferd, Kutsche, das ganze Programm. Kam ohne Vorankündigung hierher. Tja. Gut. Wisst ihr, ich war einer der besten Händler von Hochfels. Ach, Hochfels. Die Leute besuchten mich nur, um meine Waren zu bestaunen. Hm. Noch was übrig? Sehr lustig. Schade. Und womit wollt ihr mich bezahlen? Seht euch mal um. Mit Gold macht ihr euch hier nicht unbedingt Freunde. Hm. Vielleicht mit Seelen. Ich sag euch was. Ich weiß euer Ziel zu schätzen. Also mache ich mit. Okay.
Das Einzige, was es hier in Hülle und Fülle gibt, sind Seelenhüllen. Hüllen in Fülle. Diese hässlichen, pilzartigen Dinger, die aus dem Boden wachsen. Ah. Bringt mir, sagen wir mal, 25 Hüllen. Dann könnt ihr die mir verbliebenen Waren durchstöbern. Okay, gut. Mach mal gerne. Krimskrams, den ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Jedenfalls, bevor mir diese blöde Geschichte hier zugestoßen ist. Oh, okay. Sagt mir, wonach ihr sucht. Vielleicht kommen wir ins Geschäft, wenn ihr die Hüllen habt. Ja, ja, ja. Ich habe keine 25 Hüllen. Keine Hüllen, kein Geschäft. Ihr müsst wohl noch ein paar auftreiben. Ja, okay. Der Himmel, die Erde. Nichts ist, wie es sein sollte. Tja, gut. Das bin ich ja mittlerweile gewohnt hier. Ach ja. Tür ist auch zu. Vielleicht gibt es ja einen Schlüssel bei den Sachen, die er da hat. Das Pferd war ja gerade blöd. Mann. Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Scheiß Viech. Gucken wir mal hier noch so ein bisschen um. Was ist man denn hier? Noch ein Drachen. Mann. Ja, gleich mehrere oder so. Tja. Gibt es hier noch irgendwo eine Seelenspalte? Na? Seelenriss. So, haben wir noch eine Seele aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wofür das gut ist. Hoffentlich für irgendwas ganz Tolles. Und die Hüllen, die können wir auch mal mitnehmen. So und so. Ich frage mich, was die damit wollen mit den Hüllen. Aber naja. Gut. Sollte man jetzt nicht unbedingt danach fragen müssen, oder? Ist ja gut, wenn er mit uns handelt. Aber naja. Vielleicht gibt es ja was ganz Tolles als Belohnung. Guck mal da vorne. Und guck mal da vorne. Adonu. Sicher jemand Nettes. Hallo. Hallo Knochenmann. So. Ich frage mich, was sie damit meinte, von wegen ich werde dann total schwach sein. Stimmt doch mal gar nicht. Was ist er denn? Ja gut. Nicht treffen ist auch schön. Okay. Na ja, dann gucken wir uns gerade mal ein bisschen um. Aber ich glaube, hier gibt es auch nicht so viel zum Abgrasen. Würde auch jetzt gerne noch diesen blöden Pferdeschädel finden. Aber naja. Naja, naja. Ich glaube, das ist ein vergebenes Unterfangen. Noch gar keine Ahnung, ob wo der sein sollte. Ich latsche einfach mal die Straße entlang. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Interessantes. Außer noch mal Drachenskelette und Allgemeinskelette und so. Darin gibt es ja auch in Hülle und Fülle welche. Oh, guck mal. Hallo. So. So. Na, bitte. War ja auch total spannend. Okay. Hier oben sieht es doch gut aus. Kommt da noch wer? Ich sehe doch schon wieder hier einen Punkt auf der Karte. Naja, was soll's. Diese komische Burg hier. Hm. Hm. Okay. Ich komme hier nicht durch. Was ist denn das? Abgehauen. Was? Ich doch nicht. Hey, lass mich rein. Hey. Hey. Serana, komm her. Komm mal, das ist deine Mutter. Mutter? Beim Schöpfer. Das kann doch nicht. Serana? Seid ihr es wirklich? Ach. Ich kann es kaum glauben. Wie gelangen wir hinein? Wir müssen reden. Serana. Was tut ihr hier? Wo ist euer Vater? Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich muss versagt haben. Okay, hat man gerade gar nicht gehört. Wir gefunden haben, die Prophezeiung zu entschlüsseln, nicht wahr? Nein, ihr versteht das völlig falsch. Wir sind hier, um ihn aufzuhalten, um alles ins Reine zu bringen. Moment mal. Ihr habt einen Fremden hierher gebracht? Nein. Habt ihr den Verstand verloren? Das kommt nicht in Frage. Ihr. Tretet vor.
Ich muss mit euch sprechen. Aha. Und wie kam es dann dazu, dass sich meine Tochter in der Gesellschaft eines Vampirjägers wiederfindet? Bin ich doch gar nicht. Ich hoffe, ihr hattet nicht die Absicht, euch als Serranas Beschützer auszugeben, um auf diese Weise an mich zu gelangen. Wieso sollte ich? Wenn ich keine finde, ich will sie beschützen, ich habe euch natürlich im Tarn gerettet. Ich bin nur wegen der Schriftrolle der Alten hier. So. Einfach herrlich. Serana sieht in euch einen Beschützer, doch euer stärkster Instinkt scheint mir die Gier zu sein. Ja, meine klar. Tochter ist naiv wie eh und je. Ah. Serana hat alles geopfert, um Harkon an der Vollendung der Prophezeiung zu hindern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie euch das erklärt. Hat sie doch. Okay, deshalb suche ich hier die Schriftrolle der Alten. Haltet ihr mich etwa für so dreist, meine eigene Tochter nur zum Schutz ihrer Schriftrolle der Alten in diese Gruft zu schicken? Ja. Die Schriftrollen sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Der Schlüssel zur Tyrannei der Sonne ist Serana selbst. Oh. Was meint ihr damit? Als ich aus Burg Volkiha floh, nahm ich 2 Schriftrollen der Alten mit. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Waffe, Auriels Bogen. Oh. In der 2. Schriftrolle heißt es, das Blut der Tochter von Kalthafen wird die Augen des Drachen blenden. Oh. Okay, Auriels Bogen hört sich ja total toll an. Da bin ich mal gespannt, ob wir den auch mal kriegen. Was hat Serana damit zu tun? Genau wie ich war Serana einst menschlich. Wir waren fromme Anhängerinnen von Fürst Molag Baal. Die Tradition will, dass die Frauen Molag Baal am Tag seiner Beschwörung dargeboten werden. Nur wenige überleben diese Tortur. Doch die Auserwählten gehen daraus als reinblütige Vampire hervor. Oh. Wir nennen solche Vereinigungen die Töchter von Kalthafen. Ja, okay. Die Töchter von Kühlschrank, ist klar. Ist Serranas Blut für die Tyrannei der Sonne erforderlich? So langsam begreift ihr, warum ich Serana beschützen wollte und die andere Schriftrolle der Alten so weit wie nur irgend möglich von ihr fernhalten musste. Okay. Wollt ihr mir sagen, dass Harkon vorhat, sie zu töten? Wenn Harkon im Besitz von Auriels Bogen wäre und die Waffe mit Serranas Blut befleckt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. Oh. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Das ist ja dreist. Und wie genau gedenkt ihr, ihn aufzuhalten? Mit Schwert und Klinge und Feuerball. Das wäre doch mein Versuch. Ich werde Harkon töten. Ich brauche Hilfe. Vielleicht ist er tot vorher bestimmt. Ja. Wenn ihr das glaubt, seid ihr noch dümmer, als ich ursprünglich annahm. Glaubt ihr etwa, ich hätte diese Option vor der Umsetzung meiner Pläne nicht in Erwägung gezogen? Ja, aber setz mich schwach im Vergleich zu mir. Ihr interessiert euch weder für Serana noch für unsere Not. Nee, klar. Es spielt keine Rolle, dass ihr einer von uns geworden seid, um im Seelengrab zu überleben. Ihr seid im Herzen noch immer ein Vampirjäger. Ich bin keiner von euch geworden. Ihr seid hier, weil ihr uns für Abscheulichkeiten haltet. Niederträchtige Kreaturen, die vernichtet werden müssen. Ja, eindeutig. Darum glaubt, Serana glaubt an mich, warum nicht auch ihr? Ich bin nur wegen der Schriftrolle der Alten hier. Verdammte Hacke! Wir sind wirklich nur wegen der Schriftrolle der Alten hier. Verstehe. Ihr seid nur hier, um die Tyrannei der Sonne zu verhindern. Ganz gleich, welchen Preis Serana dafür bezahlen muss. Alles andere ist unwichtig. Ja. Diese Fremde steht auf der Seite derer, die euch jagen und wie ein Tier töten wollen. Und da soll ich euch ihr anvertrauen? Dieser Fremde hat in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, mehr für mich getan als ihr in Jahrhunderten. Tja. Wie könnt ihr es wagen? Ich gab alles auf, was mir wichtig war, um euch vor diesem Fanatiker zu beschützen, den ihr einen Vater nennt. Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert. Aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Oh, Serana. Wenn ihr doch nur eure Augen öffnen würdet. Wenn euer Vater herausfindet, welche Rolle ihr in der Prophezeiung spielt und dass er euer Blut benötigt, seid ihr in großer Gefahr. Also habt ihr mich von allem ferngehalten, das mir etwas bedeutet hat, um mich zu schützen? Ihr habt mich nie nach meiner Meinung gefragt, ob es das Beste war, mich in dieser Gruft zu verbergen. Ihr habt einfach erwartet, dass ich euch blind folgen würde. Ihr wart beide auf euren eigenen Weg fixiert. Eure Beweggründe mögen verschieden gewesen sein, aber im Grunde bin ich auch für euch nur eine Schachfigur.
Ich wollte, dass wir wieder eine Familie werden. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch je in Erfüllung gehen kann. Hm. Vielleicht verdienen wir diese Art Glück nicht. Vielleicht sind wir nicht dafür geschaffen. Aber wir müssen ihn stoppen, bevor er zu weit geht. Und dazu brauchen wir die Schriftrollen der Alten. Es tut mir leid, Serana. Ich wusste nicht. Ich war blind. Ich habe zu lange zugelassen, dass mein Hass auf euren Vater uns entfremdet. Bitte vergebt mir. Aha. Die Schriftrolle der Alten gehört euch, wenn ihr sie wollt. Eure Absichten erschließen sich mir noch immer nicht ganz. Yes. Seranas ist doch mal gut. Werde ich euch aber nach besten Kräften helfen. Na, danke sehr. Ja. Seit meiner Gefangennahme ist sie hier sicher verwahrt. Ach ja. Zum Glück seid ihr in der Lage, die Barriere, die diese Ruinen umgibt, zu durchbrechen. Wie denn? Was müssen wir tun? Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. Okay. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Oh, heiß. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen. Okay, so viel auf einmal, super. Noch eine Warnung. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Nehmt euch vor ihm in Acht. Wieso denn? Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Soll er doch. Machen ihn platt.